Liebe Genossinnen, liebe Genossen, sehr geehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie alle ganz herzlich zu unserem kleinen Parteitag. Heute haben sich von, und das ist ein Novum, von den 100 Delegierten 99 angemeldet. So viel hatten wir noch nie, das zeigt, das Thema ist brennend, über das wir heute diskutieren. Und wir begrüßen hier mehr als 200 Gäste und darüber hinaus zahlreiche Besucherinnen und Besucher. Herzlich willkommen bei der Bayern-SPD. Für uns als Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten gilt, wer auf Hilfe angewiesen ist, der wird sie bei uns bekommen. Dafür steht die SPD. Und erlaubt mir, dass ich mal abweichend von den üblichen Begrüßungszeremonien beginne mit der Begrüßung der vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer, für die wir heute Nachmittag auch noch einen Helferinnenempfang geben. Ich möchte mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken. Ohne Sie wäre unsere Gesellschaft ärmer und kälter. Herzlichen Dank für Ihren Einsatz. Und ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei denen, die vor Ort die Aufnahme und die Integration organisieren. Stellvertretend bei Dr. Stefan Kiefer, stellvertretend bei unserem Oberbürgermeister Joachim Wohlbergs, unserem Oberbürgermeister Norbert Tesmer, unserem Oberbürgermeister Ivo Holzinger. Unsere Bürgermeisterinnen, Bürgermeister, Oberbürgermeister leisten vor Ort einen hervorragenden Job. Vielen, vielen herzlichen Dank. Ohne euch würde das nicht funktionieren. Ja, also das ist, wir haben ein bisschen Dramatik eingebaut hier mit dem Licht, aber die aktuelle politische Debatte ist zugespitzt und ich finde, dass das der Situation nicht gerecht wird. Ich finde es schäbig, wie Rechtspopulisten, wie manche Parteien versuchen, aus der Not von Menschen politisches Kapital zu schlagen. Das ist mit der SPD nicht zu machen. Dagegen werden wir uns mit aller Kraft zur Wehr setzen. Viele Menschen müssen ihre Heimat verlassen. Niemand tut das gern. Wenn man sieht, die Bilder vom Mittelmeer, wie Familien mit ihren Kindern sich in Lebensgefahr begeben, um ein sicheres Land zu erreichen, dann glaube ich, ist es unsere moralische Verpflichtung, dafür Sorge zu tragen, dass den Menschen geholfen wird, die auf unsere Hilfe angewiesen sind. Und die SPD hat eine eigene Geschichte. Am Sonntag, lieber Markus Rindersbacher, gedenken wir Wilhelm Högner, dem ersten sozialdemokratischen bayerischen Ministerpräsidenten, der selber fliehen musste vor den Nazis, der woanders Asyl gefunden hat. Viele unserer Genossinnen und Genossen mussten in der Zeit des Nationalsozialismus vor Verfolgung fliehen. Viele haben es mit ihrem Leben bezahlt. Und deswegen gilt auch für die deutsche Sozialdemokratie genauso wie die bayerische Sozialdemokratie, das Grundrecht auf politisches Asyl bleibt unangetastet. Wir hatten gestern einen Empfang mit unseren Oberbürgermeistern, Bürgermeisterinnen und Bürgermeister aus ganz Bayern, die der SPD angehören. Und ich möchte mich herzlich bedanken für die große Teilnahme und vor allem für eines, dass alle, die da waren, eines zum Ausdruck gebracht haben, nämlich wir packen das vor Ort, wir schaffen das, wir sind gewillt, die Integration und die Aufnahme hinzubekommen. Und das, glaube ich, ist ein wichtiges Signal, wo andere von Obergrenzen faseln und
und irgendwelche Grenzzaundebatten wieder hochziehen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich weiß, dass wir auf eine ganz schwierige Situation in vielen Kommunen treffen. Jeder weiß, dass wenn die Zahlen der Flüchtlinge in derselben Höhe weiterhin nach Deutschland kommen, dass wir an die Grenzen der Integrationsfähigkeit gelangen werden. Das zu leugnen, wäre ebenso verkehrt, wie zu tun, als könnte man irgendwie alle Orban-Grenzzäune wieder hochziehen. Es geht darum, dass wir vor Ort gerechte Entlastungen schaffen. Das bedeutet, dass die Kommunen, die besonders davon betroffen sind, auch auf die Solidarität sich verlassen können. Die Solidarität der anderen Kommunen, die Solidarität aller Bundesländer im gleichen Maße. Und wir brauchen auch eine europäische Solidarität. Es ist eine Kernfrage für Europa, dass wir diese Flüchtlingskrise gemeinsam bewältigen. Deutschland, Österreich, Schweden allein können es auf Dauer nicht schaffen. Und deswegen ist die europäische Solidarität, die wir so oft mit anderen Ländern pflegen, jetzt auch einzufordern von allen anderen europäischen Ländern. Wir müssen als Europa zusammenhalten. Und aus den Gesprächen gestern mit unseren Oberbürgermeistern will ich zwei Dinge an die bayerische Staatsregierung richten. Das erste ist, es gibt viele Punkte, wo Integration jetzt gelingen muss. Die Kinderbetreuung, die Schule, der Arbeitsmarkt und vor allem auch der Wohnungsmarkt. Und wir als Bayern-SPD kritisieren seit Jahren und bringen eigene Vorschläge, dass der Freistaat Bayern geschlafen hat beim sozialen Wohnungsbau. Es ist und bleibt eine Schande, dass die Stadt Hamburg mehr Sozialwohnungen pro Jahr baut als der gesamte Freistaat Bayern. Das ist und bleibt ein Skandal. Und ich sage an dieser Stelle noch mal ganz deutlich, wir wollen keinen Wohnungsbau für Flüchtlinge. Wir wollen einen Wohnungsbau für alle, die in unserer Gesellschaft auf bezahlbaren Wohnraum angewiesen sind. So haben wir das auf Bundesebene beschlossen und so werden wir das auch umsetzen. Und ich bin überrascht, dass gerade die bayerische Staatsregierung genau diesem Prinzip nicht folgt. Wenn man sich anschaut, was jetzt an Wohnungsprogramm aufgelegt wird, dann ist es so, dass für die Flüchtlingsunterbringung mehr Geld zur Verfügung gestellt wird pro Quadratmeter als für den sozialen Wohnungsbau. Und das, worauf die SPD achten wird und achten muss, ist, dass in unserer Gesellschaft nicht die Schwächeren gegen die noch Schwächeren ausgespielt werden. Wir brauchen bezahlbare Wohnungen für alle und es kann nicht sein, dass die alleinerziehende Mutter anders behandelt wird als derjenige, der zu uns kommt und auf Hilfe angewiesen ist. Und als zweites haben wir gestern von unseren Oberbürgermeistern gehört, dass die Versprechen, die gegeben worden sind, nicht eingehalten werden. Es ist versprochen worden auf Bundesebene, und da haben wir es gewährleistet, dass wir die Kommunen unterstützen und dass das Geld, was die Kommunen ausgeben, 1:1 erstattet wird. Und jetzt hören wir von der Christa Naas als unser Vertreterin in den Bezirken, dass die Bezirke auf gut 100 Millionen ihrer Kosten sitzen bleiben werden. Die werden nicht erstattet von der bayerischen Staatsregierung. Und wir hören von den Oberbürgermeistern, die in Haushaltsnotlage sich befinden und selber Notunterkünfte schaffen und in Vorleistung gehen, dass zum Schluss eine Bürokratie kommt, der bayerische Staatsregierung, und sagt, das kriegt ihr nicht erstattet, das kriegt ihr nicht erstattet, das kriegt ihr nicht erstattet. Und so geht's nicht. Wir müssen dafür Sorge tragen, dass das vor Ort klappt. Und ich fordere den Horst Seehofer auf, nicht über Grenzzäune zu philosophieren, sondern endlich sich zu kümmern, dass es vor Ort klappt, liebe Genossinnen und Genossen. Ich freue mich ganz besonders, dass wir unsere Generalsekretärin
Jasmin Fahimi heute unter uns begrüßen können. Sie ist die Hauptrednerin auf unserem kleinen Parteitag. Sie ist früh aufgestanden, nimmt ihr zweites Frühstück zu sich, stärkt sich für ihre Rede. Herzlich willkommen, liebe Jasmin. Schön, dass du da bist, nicht nur beim Oktoberfest, sondern auch bei unserem kleinen Parteitag. Herzlich begrüße ich auch Humaira Mansouri, die für uns als Bayern-SPD auch Mitglied des Parteivorstandes ist. Liebe Humaira, herzlich willkommen. Auch weit gereist, weil er sehen will, wie gut die bayerische SPD funktioniert, ist der Generalsekretär der Niedersachsen-SPD, Detlef Tenke. Herzlich willkommen. Noch weiter gereist heute ausnahmsweise ist meine Kollegin aus der Bundesregierung. Herzlich willkommen, Annette Kramme, die parlamentarische Staatssekretärin im Ministerium für Arbeit und Soziales. Sie, glaube ich, hat 12 Stunden Anreise mit dem Flugzeug hinter sich, weil sie im Ausland war und schaut trotzdem fit und munter aus. Das muss sie auch sein. Weil ich stolz bin, gerade auf dieses Ministerium. Andrea Nahles, Annette Kramme sind diejenigen, die jetzt anpacken, wo andere versagt haben. Über 1000 Stellen aus der Bundesagentur für Arbeit werden jetzt für die Registrierung zur Verfügung gestellt und es wird zukünftig klappen. Es ist doch ein Wahnsinn, dass wir 6 oder 9 Monate brauchen für die Verfahren. Bereits in den Koalitionsverhandlungen haben wir was anderes besprochen, aber es wurde nicht umgesetzt. Und jetzt müssen es wieder Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten richten. Dafür herzlichen Dank. Das ist eine wichtige Arbeit. Herzlichen Dank, Annette Kramme, dafür. Ich begrüße aus dem Europäischen Parlament Maria Neuchel und Kerstin Westphal. Aus dem Deutschen Bundestag Martin Burkhardt als Vorsitzenden der SPD-Landesgruppe, gemeinsam mit den Ortsheiligen aus dem Bundestag, das ist unsere Ulrike Bahr und Gabriele Vograscher. Herzlich willkommen. Für den Bayerischen Landtag begrüße ich ganz herzlich unseren Fraktionsvorsitzenden Markus Rindersbacher. Er wird begleitet vom Bezirksvorsitzenden und Landtagsabgeordneten Linus Förster, Herbert Wörlein und Harald Güller. Ich nenne nur bei Bundestag und Landtag diejenigen, die hier aus Schwaben kommen. Es sind Gott sei Dank viele, viele, viele mehr da. Ich sehe zum Beispiel auch die Vizepräsidentin des Bayerischen Landtags. Herzlich willkommen auch dir. Und ich freue mich, dass so viele Kolleginnen und Kollegen aus den Parlamenten hier sind. Ich möchte darüber hinaus ganz herzlich begrüßen den Landesvorsitzenden der AG Migration und Vielfalt in der Bayern-SPD, Hasim Celik, zusammen mit den Unterbezirks-Kreisvorsitzenden, Ortsvereinsvorsitzenden. Stellvertretend will ich hier nennen den Dr. Florian Freund, der stellvertretender Fraktionsvorsitzender hier ist und für den Stadtrat und für den Ortsverein hier dann herzlich zu begrüßen ist. Ich freue mich. Dass wir viele Gäste haben, die heute Nachmittag auch mitwirken werden in den verschiedenen Panels. Uns geht es ja heute darum, dass wir uns sehr gründlich mit der Frage beschäftigen und vor allem Lösungen aufzeigen. Nicht darüber reden, ja, was alles an ganz, ganz großen Problemen auf uns zukommt, die sind wichtig, die muss man anpacken, sondern wie Lösungen da stattfinden können. Und da geht es von der Frage der Fluchtursachen bis hin zu den schnellen Verfahren und zur dauerhaften Integration, zu den Punkten, die ich vorher genannt habe. Herzlichen Dank, Frau Dr. Carola Burkhardt vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, Stefan Schiele von Tür an Tür Integrationsprojekten und Dr. Christoph Prechtl von der Bayerischen Wirtschaft, die heute hier sind, um mit uns über das Thema Integration, Fluchtursachen und andere Dinge zu reden. Schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
von den vielen Vereinen und Verbänden, die heute da sind. Lasst mich stellvertretend für die Gewerkschaften von der EVG, den Peter Weinzierl, Helmut Jung vom DGB, den Rudolf Oechsner von Verdi und auch von der DPV, den Edwin Thehn, begrüßen. Schön, dass die Gewerkschaften hier auf unserem Parteitag sind. Ich möchte mich auch bedanken, dass Sie diejenigen sind, die gemeinsam mit Jusos, mit SPD, mit vielen Bürgerinnen und Bürgern immer wieder auch Demonstrationen organisieren, wenn der rechte Mob sich irgendwo zusammenfindet. Es ist wichtig, dass wir alle gemeinsam Gesicht zeigen. Wir geben den Faschisten keinen Fußbreit in Bayern. Zahlreiche Verbände sind hier. Lasst mich stellvertretend den Roland Albert vom Bayerischen Gärtnereiverband, den Bezirksvorsitzenden des Verbandes Wohneigentum, Richard Wanker, und den ersten Vorsitzenden des Verbandes der Privatschulen, Gustav Huber, in unserer Mitte begrüßen. Ich finde es gut, dass wir mittlerweile sehr, sehr viele Gäste haben, und alle, die auch heute hier sind, haben ein Stück weit was mit dem Thema zu tun und tragen dazu bei, dass wir vor Ort es hinbekommen, dass unsere Gesellschaft zusammenhält. Und das ist das, was Vereine und Verbände ausmacht und was so wichtig wird für eine gelungene Integration. Ich kann mich gut erinnern, wie ich selber 1989 angefangen habe, Politik zu machen. Das erste Amt, das ich inne hatte, war bei der örtlichen Amnesty International Gruppe, das des Asylbeauftragten. Und ich kann mich noch gut erinnern an die Debatten Anfang der 90er Jahre in unserer Gesellschaft. Das war kurz nach der deutschen Einheit, mit einer hohen Arbeitslosigkeit, mit einer enormen finanziellen Belastung der Kommunen, aller öffentlicher Haushalte. Das war in einer Zeit, wo der Kosovo-Krieg tobte, wo viele hunderttausende Menschen zu uns gekommen sind. Und das war in einer Zeit, wo viele Menschen aus der ehemaligen Sowjetunion auch nach Deutschland gekommen sind. Und ich kann mich noch an die Debatten in der Kommunalpolitik erinnern über die Aussiedlerjugendlichen. Ich weiß nicht, wer sich noch erinnert, die in den Bushäuschen waren und die ohne kulturellen Hintergrund, der zu Deutschland passt, gekommen sind, weil die noch mehr in der russischen Gesellschaft verankert waren und keine Sprachkenntnisse haben. Und unsere Gesellschaft hat es geschafft, nicht einmal innerhalb von 10 Jahren diese Integration hinzubekommen. Nicht einmal innerhalb von 10 Jahren. Und heute haben wir eine Situation auf dem Arbeitsmarkt, die so gut ist wie nie zuvor. Heute haben wir einen Zustand der öffentlichen Haushalte, der besser ist als viele Jahre zuvor. Und heute haben wir eine unglaubliche Anzahl von Menschen in Deutschland, die bereit sind, ehrenamtlich zu helfen, damit die Integration gelingt. Und deswegen, liebe Genossinnen, liebe Genossen, sehr geehrte Damen und Herren, bin ich sicher, wir schaffen das. Und in diesem Geiste wollen wir den Parteitag heute begehen. Aber ein Parteitag funktioniert nicht ohne Bürokratie und ohne Regeln. Und damit die eingehalten werden, schlage ich euch jetzt vor, ins Tagespräsidium zu wählen den Bezirksvorsitzenden der Schwaben-SPD, Dr. Leines Förster, Marietta Eder und Sebastian Roloff. Wer mit diesen... Was? Nein? Gut, dann hat man mir das falsch aufgeschrieben, aber ich deute aus den Handzeichen. Ich möchte mich übrigens erst einmal noch bedanken, bevor wir das machen, bei der Simultandolmetschung. Wir haben ja mal beschlossen, dass unsere Parteitage barrierefrei stattfinden. Und das haben wir nicht gemacht bei dem kleinen Parteitag, nicht nur gemacht bei dem kleinen Parteitag zum Thema Barrierefreiheit, sondern seitdem jeder Parteitag. Und ich finde, das ist auch wichtig für Teilhabe. Auch das ist eine Form von Integration, auf die es ankommt. Und wenn ich die Zeichen richtig deute, die mir entgegen meiner Vorlage hier sind, schlage ich euch jetzt vor, Leines Förster, Doris Aschenbrenner und Sebastian Roloff. Ist das richtig?
Gut, und wer dem zustimmen will, den bitte ich jetzt ums Kartenzeichen. Gegenstimmen? Das war eine verspätete Gegenstimme oder eine frühe Enthaltung. Also, es ist so beschlossen. Bitte übernehmt euer Amt. Ich freue mich auf spannende Diskussionen.